So, so. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Sieht cool aus. Genau. Ich habe so ein paar Themen, so viel ist jetzt über Sommer nicht passiert, aber trotzdem, ein paar Kleinigkeiten gibt's. Für die, da kommen gerade noch ein paar, Christine, Piwi, hi. Für die, die nicht bei der LernOS Convention dabei waren. Ich habe dort eine Session gemacht und habe was vorgestellt, dass ich mal LernOS Hub getauft habe. Das ist die Idee, eine Vorlage zu kreieren, mit der man im Intranet einer Organisation eine Anlaufstelle für LernOS machen kann. Also sozusagen, die erklärt, was ist das eigentlich, warum ist das für unsere Organisation wichtig, welche der Leitfäden haben wir intern, gibt es Infoveranstaltungen, gibt es vielleicht eine Community, ESN, Yammer-Community oder so dazu. Und die Idee ist quasi so eine Landingpage zu machen mit den Basisinfos. Und dann auch, wenn jetzt jemand eine Community macht, so Copy- und Paste-Vorlagen für die ersten Posts, die da reingehen, um da einfach den Anlauf zu erleichtern. Und dann so ein modulares Konzept, wo man sagt, wenn jetzt eine Organisation erstmal mit einem Leitfaden startet, also was weiß ich, die wollen erstmal nur Diversity oder nur Sketchnoting, ne, dass das für so einen Fall funktioniert, aber eben auch, wenn sie im Laufe der Zeit dann mehrere Themen und Leitfäden mit dazu nehmen. Und da hatte ich eine Session gemacht auf der LernOS Convention und da haben wir schon mal auch so zusammengetragen, was da alles rein könnte. Also da gibt es ich habe hier die Doku verlinkt, da gibt es auf dem Concept Board so eine Sammlung, was da rein könnte und die ist auch schon priorisiert. Und die Idee war quasi jetzt nach der Sommerpause mal ranzugehen und so einen ersten Prototypen aufzubauen. Wir hatten gesagt, wir machen das einfach in einer SharePoint Communication Site, weil das für viele, die jetzt SharePoint online in ihrer Organisation verfügbar haben, wahrscheinlich das Naheliegendste ist, um eine Website schnell aufzubauen. Soll aber so sein, dass man das auch in jedes andere System, also auch in den Confluence-Wiki oder irgendwas schnell reinkopieren kann. Na, und da fange ich jetzt mal an, also jetzt der erste Aufruf, mal zu gucken, wer da Lust hat. Es haben auch in der Session einige gesagt, dass sie da gerne mit dabei wären und mithirnen würden. Das heißt, falls von euch da jemand Lust oder Interesse hat, jetzt in so einer ersten Umsetzung, also der erste Schritt wäre jetzt einfach mal die Ideen aus der LossCon-Session mal in die Praxis zu bringen und zu überlegen, wie kann man diese Vorlage bereitstellen, in welchem Format, was für eine Anleitung brauchen wir dazu, wo können wir die auf der lernos.org verankern, wie kann man sich die runterladen, macht man ein Video dazu oder so, also das sind nur ein paar offene Fragen. Also wenn ihr da jetzt Ideen noch habt, ne, können wir kurz den Raum aufmachen. Aber auch wenn ihr sagt, da hätte ich Lust mitzuwirken oder auch, ich würde gerne informiert werden, wenn es fertig ist, weil ich es gerne bei mir im Intranet unterbringen würde. Ne, das wird jetzt so im Dezember passiert ja eh nicht mehr viel. Meine Idee ist, dass das auf jeden Fall im November dann da ist und man vielleicht sogar dann 2, 3, 4 Organisationen hat, die sagen, aber wir probieren das mal aus. Dann kann man da Feedback einsammeln und kann das dann bis zur LossCon nächstes Jahr so als fertiges Produktchen haben. Ich glaube, dass das ganz praktisch ist, ne, weil sobald man mal so einen Ansatzpunkt hat, so einen Anker hat, ne, fangen die Leute auch in den Organisationen an, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Dann kommt noch was dazu. Dann hat man schon mal einen Ort, wo die Diskussion dazu stattfinden kann. Ne. Also genau, das ist so die Idee. Ich weiß nicht, ob da jemand Gedanken oder Ideen dazu hat. Können wir die jetzt... Mitmachen will, aber... warte, schreibe ich dich gleich auf. Dann kommst du mir nicht mehr vom Haken. Das kannst du ja bei Stack dich mal nachlesen. Da hatten wir ja ein paar Leute, die mitmachen wollten. Wo kann ich es nachlesen? Ich meine, bei Stack war ja da so eine Community gebildet, wo ein paar Leute drin standen, die da Interesse hatten. Ja, genau. Also die aus der Session von der LossCon, die habe ich mir schon rausgeschrieben. Die schreibe jetzt alle auch nochmal direkt an. Und ich dachte, ich erzähle es jetzt hier mal kurz, es schauen ja auch viele immer die Recordings an und da braucht man jetzt auch kein Riesenteam. Ich sag mal, wenn man da 5, 6 Leute irgendwie hat, ne, dass man sagt, man macht mal erfahrungsgemäß, man erstellt es mal, dann kann man sich dran reiben und dann hat der eine oder der andere noch eine Idee und dann hat man ja ziemlich schnell eine erste Version, die man mal ausprobieren kann. Und so diese SharePoint-Online-Sites, die sind ja auch recht, recht gnädig, dass man das dann auch schnell umstrukturieren kann, wenn dann was Neues einfällt oder wenn es noch ein Video gibt, was man noch einbetten kann oder so. Ne? Das ist ja jetzt in dem Sinne kein Softwareprodukt. Okay.
Also schreib mich einfach noch auf die Liste dazu. Ich weiß nicht, was ich beitragen kann, aber ich gucke es mir mal an und wenn du mich aber da anschreibst, dann komme ich dazu. Habe ich gemacht. Genau, und dann gibt es eine zweite Geschichte noch. Das ist jetzt vielleicht auch spannend für die Leute, die Leitfäden haben. Es gibt, ich habe mal so einen Beitrag hier geschrieben auf Connect. Die Webseite, die lernos.org, die dümpelt jetzt auch so ein Weilchen vor sich hin. Und ich war Ende Juli mit dem Leonid, der war hier in Nürnberg, war im Biergarten gesessen und haben so ein bisschen gehirnt, was man da machen könnte. Und da gibt es so eine, bisschen größere Abhandlung hier in dem Blog, was man da tun könnte, in welche Richtung das gehen könnte, wie man die Startseite weiterentwickelt. Und eine Idee ist, auf der einen Seite, highlighte das mal, weiß nicht, ob ihr dieses ADKAR-Modell kennt, sagt das jemand was? Okay, nicken alle. Das ist so ein Change-Modell. Das steht für Attention, Desire, Knowledge, noch irgendwas, Anwendung, keine Ahnung. Also ich kenne es noch nicht so intensiv. Aber das ist so diese Idee, wie hole ich Leute ab, um sie zu begeistern, irgendein Thema zu nutzen oder zu machen. Und da war halt der Gedanke, dass wir uns die Webseite mit der Brille nochmal angucken, weil im Moment ist das so auf der Startseite ein ziemlich harter Aufschlag, wo der eine oder andere bestimmt auch abtropft, weil er die Begriffe nicht kennt oder gar nicht weiß, was man davon einem will. Also das war so ein Gedanke. Und gerade wenn man die Leute in Handlung bringen will, haben wir gesagt, macht Sinn, dass da so Sachen wie der Peer Finder dann gleich sehr systematisch verlinkt ist, dass man sagt, du bist jetzt an einem Ende gekommen, wo du sagst, du willst den neuen Leitfaden digitale Zusammenarbeit ausprobieren, dass man dann gleich in Richtung Peer Finder linkt und sieht, okay, da gibt es Circle-Angebote, die mit dem Leitfaden was machen wollen, dass man auch die Brücken zu den anderen Tools baut. Und da ist eben ein Gedanke, dass man zu allen Leitfäden, die es gibt, das ist hier unten, eine eigene Landingpage spendiert. Also heute ist es ja so, wenn ich da drauf gehe, dann hat man auf der einen Seite hier in der Navi, das sind halt alle Leitfäden gelistet, so für den Schnellzugriff. Und dann gibt es halt hier weiter unten, gibt es den Überblick der einzelnen Leitfäden. Da komme ich aber auch, springe ich dann direkt zu dem Leitfaden hin. Und die Idee ist quasi, jedem Leitfaden nochmal eine eigene Seite zu spendieren, die dann auch in der Hoheit der Leitfadenteams ist. Also sollte schon einigermaßen strukturiert aufgebaut sein, dass alle gleich aussehen und nicht alle Kraut und Rüben sind, aber dass dann jeder Leitfaden die Chance hat, selber darzustellen, was es halt zu sagen gibt zu dem Leitfaden. Und auch die jetzt Sketchnoting zum Beispiel, die haben eine eigene Community-Plattform, dass solche Links da auch ihren Ort finden oder vielleicht will Leitfadenteams die Autoren irgendwie mit LinkedIn-Profilen da verlinken oder so, da hätte man halt den Ort. Und so ähnlich wie oben, da würde ich jetzt auch im nächsten 2 Wochen mal alle Leitfaden-Maintainer anschreiben, wer da Lust hat. Das heißt, die sagen, sie wollen da mithirnen und hätten gern für ihren Leitfaden auch eine eigene Seite, dass wir das wissen. Und das würde man einfach so machen, wer Lust hat, der kriegt quasi eine eigene Seite, kann die dann auch selber pflegen. Wenn Leitfaden sagt, wir haben gerade keine Ressource oder das Team hat keine Zeit, wird man es so belassen wie bisher. Dann linkt einfach der Link auf den Leitfaden, so wie es jetzt ist. Das kann man ja modular quasi angehen. Und das halt, ich habe es ja falsch markiert, darum geht es eigentlich. Und wie gesagt, mit Leonie zusammen würde ich mich jetzt mal kurz schließen und würde diese Startseite mir mal angucken und schauen, wie wir die umbauen. Und falls da noch jemand Lust hat, mitzumachen oder auch wir machen mal einen Vorschlag, einen Prototyp und dann Feedback zu geben. Also da wäre ich gerne dabei. Okay. Mein Name ist Franz Herrn, ich habe jetzt einfach da mal reingerufen, weil ich habe mit dem Leonid schon auch gesprochen, weil wir sind daran, den Peer Finder etwas Mehrwert zu geben. Und zwar haben wir im Sinn, Veranstaltungen zu machen, wo sich die Leute kennenlernen können und sagen, jetzt sind wir 4, jetzt gründen wir eine Gruppe. Cool. In diesem Zusammenhang habe ich auch ein bisschen LernOS angeschaut und habe gemerkt, da steckt ein Potenzial drin, das aber nicht vermarktet wird. Ja. Weil ich war an einer Veranstaltung und da hat jemand von VW über LOL erzählt. Ja. Und dann hat jemand gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen WOL und LOL?
Und dann hat sie gesagt, ja, im Prinzip bei LOL kommt hinten ein Learn Nugget raus. Mhm. Und am Vortag habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich neu den Content Curation irgendwie machen, dass da etwas produziert wird als neuen Input für das Lernen. Ja. Und da habe ich gemerkt, ja, es hat so viele gute Sachen in diesem LernOS, aber nur die bereits Lerninteressierten wissen das. Mhm. Ja, genau. Also da bin ich gern bereit, etwas, weil da kann man sich gegenseitig unterstützen. Ja, super. Da habe ich dich mit draufgeschrieben. Ja. Sehr gut. Ich habe gesehen, die Piwi hat noch geschrieben, das glaube ich noch zu dem Thema vorher im Chat, ob man auf der Seite zu dem Leitfaden dann auch LinkedIn-Gruppen verlinken kann. Klar. Also das würde mir so vorschweben, dass man da eine Sektion hat, wo man sagt, weiterführende Infos und Links oder sowas. Ne? Und alles, was es da gibt an Community-Plattformen oder auch einige Leitfäden haben sich ja einen eigenen Hashtag gegeben. Ne? Dass man sagt, wenn ihr da drüber schreibt auf Twitter und Co., verwendet den und den Hashtag. Also das wäre eigentlich genau der Ort, wo jeder Leitfaden da so ein bisschen seine Besonderheiten dann darstellen kann. Bei vielen steht es ja auch im Leitfaden drin. Unsere Vermutung war aber, dass der eine oder andere gar nicht in den Leitfaden reinguckt, ne? Und dann so eine vorgelagerte Landingpage, wenn die kompakt als One-Pager mir diese Infos an einem Ort gibt, dass das dann einfach mehr mitbekommen, als das heute der Fall ist. Genau, da könnte, warte, Magnus, ich springe mal gerade über den Punkt 3 drüber, weil der 4er passt da vielleicht dazu. Dieses ganze Thema Meetups. Vielleicht habt ihr gesehen, wir hatten jetzt eine recht lange Reise, wie laden wir zu diesen Community Calls ein. Ich hatte bei mir irgendwie so einen Verteiler, da standen alle explizit in meinem Outlook-Termin drin, was natürlich so ein bisschen komisch ist, weil dann jeder alle E-Mails sieht. Dann hat man so gemacht, dass man nochmal über so ein Formular konnte man sich anmelden, und jetzt haben wir es aber umgestellt und haben eine Meetup-Gruppe dazu gemacht. Also es gibt quasi jetzt so eine LernOS und Connect Meetup-Gruppe, und wir laden sozusagen zu all diesen Terminen jetzt nur noch darüber ein. Ja, da hatte jemand unten auch reingeschrieben, in der Vorlage von dem Community Call stand auch noch der alte Link, das habe ich jetzt auch geändert. Ja, und die ist ja, das Meetup hat man immer so diese Barriere, die muss man bezahlen. Der kostet, glaube ich, irgendwie $30 oder irgendwas im Quartal. Und wenn man jetzt nur ein, zweimal im Jahr ein Event macht, lohnt sich das vielleicht nicht. Ne? Hier ist aber der Gedanke, dass alle, die Leitfäden machen oder irgendwie Events im Kontext von LernOS, diese Meetup-Gruppe gern nutzen können. Wir hatten ja früher mal die haben jetzt heute eine andere Veranstaltung, die Stieger-Brüder und die Silvia, die hatten ja mal so ein LernOS-Meetup in Österreich und Schweiz gemacht. Wir hatten hier in Nürnberg eins, was dann über die Pandemie eingeschlafen ist, was wir jetzt wieder aufleben lassen wollen. Also falls ihr irgendwie sagt, ihr habt Events, jetzt zum Beispiel auch ein Launch-Event mal für eine Veranstaltung, für einen Leitfaden, ne? Und sagt, Magnus, Leitfaden, digitale Zusammenarbeit, wir wollen mal was machen. Und wollen, dass Leute aus dem LernOS-Kontext es mitbekommen, wird es eine Möglichkeit geben, dass ihr mir das einfach schickt und ich stelle dann das Meetup ein. Da werden wir eine Anlaufstelle für schaffen. Und wenn jemand regelmäßig was macht, weil, was weiß ich, die Sketchnoter sagen, wir wollen alle halbe Jahr mal so eine Infoveranstaltung machen oder sowas, würde ich denen entsprechend dann auch so ein Administrationsrecht auf dem Meetup-Konto geben. Ja, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass man zig einzelne Meetup-Gruppen nebeneinander hat, ne, sondern wo dann jeweils immer nur ein, zwei Events pro Jahr sind, sondern dass man das so ein bisschen bündelt, gerade weil die meisten Events ja doch virtuell oder zumindest hybrid sind, dass man sich irgendwie einwählen kann, wenn man es vor Ort macht. Und selbst wenn es nur vor Ort ist, ist ja trotzdem interessant, dass man es weiß. Vielleicht kriegt man dann eine Dienstreise so, dass man daran teilnehmen kann oder so. Marianne, die Hand um. Wir haben unsere Veranstaltung über Eventbrite gemacht und das hatte zwei Vorteile. Also das eine, wir haben uns damit auch ein bisschen abgesichert, dass wir die Leute anschreiben können, und so datenschutzrechtlich. Und andererseits hatten wir dann einfach auch die Leute da drin, die angemeldet sind. Und das ist natürlich für uns hilfreich gewesen. Da konnten wir die Pilotgruppen bilden. Das heißt, also nach so einer Anmeldung ist relativ viel, was man dann auch mit den Daten eben machen kann. Und ist das sichergestellt, wenn du einer Gruppe dann so Admin-Rechte gibst, dass sie genau das auch rausziehen können, ne? Zum Beispiel, dass sie ihre Pilotgruppen, wenn
wenn das eine große Gruppe ist, danach strukturieren können. Ja, du könntest sogar auch bei Eventbrite bleiben. Ne? Also das Charmante bei Meetup, finde ich, ist, wenn du ein Event erstellst, kannst du das so machen, dass erstmal die Leute, die in der Gruppe Mitglied sind, eine Benachrichtigung bekommen, dass es den Event überhaupt gibt. So, und wenn du sagst, du hast eine eigene Anmeldeseite für das Event, kannst du in dem Event deinen Eventbrite-Link hinterlegen oder einen Pretix-Link oder Xing-Events-Link und kannst sagen, die Anmeldung läuft aber nicht über Meetup, sondern die Anmeldung läuft über Eventbrite jetzt in eurem Fall. Ja, und dann hast du quasi nur die Ankündigung, dass Leute das mitkriegen. Ist quasi wie so eine, man könnte sagen, so eine Newsletter- oder Announcement-Funktion. Okay. Läuft da drüber und alles andere läuft über eine eigene Plattform. Okay, also das ersetzt nicht Eventbrite. Ich hatte jetzt gedacht, man könnte damit vielleicht sowas ersetzen, weil es relativ aufwendig ist. Es kann es ersetzen. Ja. Wir haben jetzt ja dann um 14 Uhr diese LostCon Making-of-Session zum Beispiel. Und da habe ich diesen RSVP, also Anmeldeprozess, über Meetup gemacht. Na, und da siehst du jetzt die Leute, die sich da angemeldet haben dafür. Und die kann ich auch über Meetup jetzt anschreiben. Ja, okay, genau, weil dann könnte das ja wirklich das ersetzen, ne? Dieses Anschreiben, man sieht die Leute, man hat die Kontakte, wunderbar. Und du hast halt auch das finde ich jetzt einen Vorteil, ne? Kannst es so machen, dass wenn sich jemand angemeldet hat, erst dann sieht man die Einwahllinks. Ne? Das war ja bisher auch immer so, wir hatten noch niemanden, der Unfug damit gemacht hat, aber bisher stehen halt offen in den Posts, stehen halt die Einwahllinks. Ne? Theoretisch könnte da jemand, was weiß ich, so einen kleinen Pornoüberfall oder so auf eine Videokonferenz machen. Ne? Und hier stellst du zumindest sicher, dass die Links nur von denen gesehen werden, die halt sich angemeldet haben. Ob das jetzt all die Funktionen hat, die ihr braucht mit Gruppenbildung und so, weiß ich nicht. Aber das könnte man mal nebeneinander legen, ne? Und dann entscheiden, reicht das so oder macht man halt trotzdem Eventbrite parallel. Genau, also wie gesagt, Botschaft, falls da jemand Interesse hat oder mal auch ausprobieren will, bei mir melden. Und dann gucken wir, ob ich das für euch einstelle oder ob wir euch eben da auch einen Zugang dann einfach geben dazu. Genau, und jetzt freut es mich, dass der Magnus da ist. Ganz brandheiß ist nämlich vor 2 Tagen der digitale Zusammenarbeit-Leitfaden erschienen und da will der Magnus ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich freue mich auch, dass ich was erzählen darf. Ja. Ich würde, glaube ich, auch in dem Fall schon mal einfach den Bildschirm dir klauen. Mach das. Weil ich dann vielleicht das ein oder andere zu unserem Leitfaden auch sagen darf. Ich versuche es auch so zu machen, dass diejenigen, die in unserer LostCon-Session waren, auch noch was Neues mitkriegen. Also ganz neu, wie gesagt, brandheiß, könnt ihr jetzt unter lernaus.org auch auf den Leitfaden für digitale Zusammenarbeit zugreifen. Vielen Dank, Simon. Dass du das im Nachgang unserer Treffen auch noch eingerichtet hast. Und vielleicht da für die anderen Leitfäden, ich glaube, nämlich gerade jetzt, also Piwi, vielleicht für dich auch als Idee, wenn ihr hier drauf verlinkt, bei den meisten Leitfäden ist es ja so, dass die erste Seite hier die Über-Lernos-Seite ist. Wir haben jetzt explizit halt hier eine Willkommensseite eingeschaltet, wo halt hier zumindest halt schon mal draufsteht, um was es denn halt bei dem Leitfaden geht. Vielleicht machen wir da auch irgendwann noch ein bisschen mehr hin und die Über-Lernos-Seite als zweite Seite halt drin, weil das ist halt die Startseite für euren Leitfaden. Das vielleicht einfach so als Idee. Und hier unten, die Thema Links, das könnt ihr ja tatsächlich auch, also ihr könnt ja hier unten auch weitere Links hinzufügen und wenn ihr jetzt da eine LinkedIn-Gruppe habt, immer mit hier rein. Also da einfach in so einen Bereich Links hier unten rein. Ja. Das fällt mir da gerade viel mehr dazu zu der Sache von eben noch auf. Das ist übrigens auch so ein To-Do, was jetzt schon eine Weile rumliegt, wirklich diese erste Seite mal zu überarbeiten, sodass die auch für die Webversion taugt. Weil das mit diesem, dass da über LernOS auftaucht, kommt noch aus der Printzeit quasi, ne? Aus der PDF-Zeit, wo das nicht aufgefallen ist. Aber für Webversionen ist das überhaupt nicht tauglich, weil man eher was sehen will, was hat es eigentlich mit dem Leitfaden auf sich und den Inhalten. Genau. Sehr gut. Führt halt dazu, dass natürlich unsere PDF und Word und wie auch immer Versionen natürlich auch mit so einer Seite halt noch anfangen. Aber na gut, das ist halt dann so. Ne? Ja. Genau, wir haben, da gehe ich jetzt, glaube ich, mal hier hin, in unserem Leitfaden 8 Themen abgedeckt, nämlich, nein, vielmehr nicht, 8 Themen herausgefunden für die digitale Zusammenarbeit, was für uns digitale Zusammenarbeit ist.
Und haben die rot markierten, die haben wir bereits abgedeckt. Ja? Weil wir sonst hätten auch wunderbar den lebenslanges Lernleitfaden für von jetzt bis zum Ende machen können. Also uns fällt halt auch zu den Themen durchaus noch viel, viel mehr ein. Wir wollten das aber dann doch mal erstmal auf 12 Wochen begrenzen. Das heißt, in den ersten 12 Wochen haben wir von Kommunikation über Retrospektive, gemeinsam an Dokumentenarbeiten bis zu Wissenteilen eben mit abgedeckt. Wir arbeiten tatsächlich jetzt auch schon an den grauen Themen, da halt weitere Katas zu schreiben, die man erstmal halt entweder dranhängen könnte oder ersetzen könnte, bis vielleicht da halt nochmal weitere 12 Wochen rauskommen für so einen Aufbaukurs. Keine Ahnung. Ja? Das wäre so die Idee. Das hier ist übrigens jetzt tatsächlich der Screenshot aus der Veranstaltung von letzter Woche, wo wir sozusagen so ein kleines Kickoff mit den Einzelpersonen hatten, die den Circle gern testen möchten. Wir haben seit der LernOSCON ungefähr einen Circle, mehr so Unternehmenscircle, die bereits den Leitfaden testen. Wir sind aber sozusagen jetzt gerade so am Anfang, dass die ersten Gruppen uns sozusagen durch den Leitfaden durchlaufen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Deswegen sind wir auch erst bei Version 0.4. Was machen wir? Wir haben in unsere 12 Wochen diese Themen, die eben rot markiert sind, so aufgeteilt, dass wir sagen, wir fangen erst einmal nach dem Kennenlernen eben mit dem Einstieg in die digitale Zusammenarbeit an und eben, wie arbeiten wir im Zirkel zusammen? Da gucken wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf, tatsächlich auf Kata 2, dass wir einfach sagen, was gehört da mit rein und laufen dann über 3 Wochen Kommunikation, weil es für uns das die Grundlage ist, über den Retro in der Mitte des Circles Dokumente gemeinsam bearbeiten, Meetings, dann eben bis zu Wissen teilen, wo wir dann all das andere nochmal sozusagen aufgreifen können und auch im Unternehmen teilen wollen. Immer gedacht, dass wir sozusagen das, was wir im Circle gemeinsam lernen, danach halt in unsere Teams, in unser Unternehmen halt reinbringen können. Und das, wo wir mit dem Workflow nicht gut zurechtkommen, muss man sozusagen, sind die internen Links, weil wir tatsächlich immer in unserer Woche versucht haben, also einmal den Ablauf tatsächlich mit Agenda Check-in, Check-out zu machen, im Hauptthema, wo wir dann auf die entsprechende Kata verlinken und deshalb kommt unsere PDF auch noch aus dem Word-Dokument, damit die Verlinkung anständig klappt. Mhm. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, aber die Web-Version ist tatsächlich komplett aus Markdown erstellt. Da habe ich das hingekriegt mit den Links. Das heißt also, wir haben dann da einmal das Hauptthema und dann hier zum Beispiel mal für Woche 2 eben, dass wir die Grundlagen Zusammenarbeit immer arbeiten und mit so einem Collaboration Canvas halt hingehen und sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie treffen wir uns, das ist natürlich hier leider, weil es ein Screenshot ist, können wir den Text nicht anständig lesen, also wie treffen wir uns mit welcher Videokonferenz, wo legen wir Dokumente ab, damit wir uns das nicht per E-Mail verschicken müssen, wir werden zwischendrin unsere Hausaufgaben machen, das trifft jetzt auf den Circle zu, aber das kann da durchaus, nutze ich diesen Canvas auch seitdem tatsächlich in Projekten, wenn man so mit einem neuen Projektteam sozusagen startet, da haben wir dann halt unten noch so 4 weitere Punkte mit angenommen, wo wir sagten, okay, das geht dann bei uns nochmal zusätzlich, was wir damit klären können, aber es ist eine schöne Grundlage tatsächlich für alle ja, Communities und Projektteams oder was, die ihr irgendwo habt, ne, dass ihr in der Mitte euer Projekt reintragt, nochmal überlegt, weshalb seid ihr eigentlich dran und für euch so Regeln festlegt, man sagt, wo liegt was, das hilft halt einfach auch, dass alle damit Bescheid wissen. Genau. Ich finde auch die Grafik cool, die Leute, die noch außerhalb des Rechners stehen und so reingezogen werden. Genau, das ist unser... Das hat der Tobias gemacht, oder? Grewe, genau, oder wer hat das gezeichnet? Das ist alles, für die meisten Sketchnotes sind von Tobias. Ah, da steht es drunter. Da sind cool. Wir sehr, 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 sehr zufrieden. Also schon ziemlich, ziemlich cool. Ne? Also kommt mit rein, ne? In den Circle, kommt mit rein in die digitale Zusammenarbeit. Ich kann gern noch mehr erzählen, aber ich würde es vielleicht einfach ein bisschen begrenzen. Ja, vielleicht gibt es noch 1-2 Fragen, könnten wir noch mit reinnehmen, falls jemand eine hat. Sonst ich traue mich fast nicht zu fragen, aber mir ist die Zielgruppe noch nicht so ganz klar. Okay. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Dankeschön. Das bringt mich nämlich tatsächlich auch zu was ich tatsächlich gar nicht angesprochen habe. Ich gehe mal hier oben hin.
Also der Ablauf, das ist euch ja so bewusst. Also die Idee kam ja mal von dem Leonid, der hat ja unter Connect tatsächlich geteilt. Könnten wir nicht digital Zusammenarbeit so erlernen wie in Working Out Loud im Circle halt 4 bis 5 Personen, 12 plus eine Woche, da eben durchzulaufen? Und deshalb haben wir auch tatsächlich gesagt, naja, unser Fokus ist es nicht, die Theorie da aufzubauen, dass man es lesen kann, sondern wirklich, wir möchten wirklich, dass wir das als Circle mit 5 Personen durchmachen, haben da also viel Gedanken gemacht, dass halt auch Aufgaben rauskommen, die man wirklich auch in dieser synchronen Stunde zusammen lösen kann. Und tatsächlich soll es dafür sein, dass man damit auch Leute erreicht, die eben bisher analog zusammengearbeitet haben, aber vielleicht noch nicht so viel digitale Erfahrung haben. Ja. Der Herkunft des Ganzen ist nämlich aus der Community Guides Exchange, also wo wir uns mit Guide- und Multiplikatoren-Netzwerken getroffen haben und haben gesagt, ja, eigentlich ist das genau das, was wir für unsere tägliche Arbeit in unseren Netzwerken halt brauchen, dass wir denen halt auch eine Möglichkeit geben können, das sozusagen zu verteilen und die Mitarbeiter auch tatsächlich weit im Konzern entfernt irgendwo erreichen und sagen, damit könntet ihr die digitale Zusammenarbeit eben erlernen. Aber schon auch die Möglichkeit, dass wenn ich halt schon einem Level höher bin, dass ich da halt tatsächlich auch auf einem höheren Level starten kann. Ja, und zudem, diverse Zirkel helfen uns natürlich auch. Der eine kann vielleicht mehr im Bereich Kommunikation und die andere sagt, ich habe aber schon ganz viel Retrospektiven gemacht und man kann davon eben auch voneinander profitieren. Wie gesagt, die Themen sind sehr, sehr umfangreich. Und deshalb halt auch die Idee, dass man den Leitfaden eben auch durchaus an Unternehmen anpassen kann. Also, das heißt, wir nehmen den Circle als Grundlage, gucken, welche Tools, wir haben es versucht, so allgemein wie möglich zu machen, aber die meisten von uns kamen tatsächlich aus dem Microsoft 365-Bereich und sagen, das nutzen wir bei uns. Aber es ist ja auch da manchmal so, dass man eben dann halt das eine oder andere Tool doch noch ein anderes Tool mit im Einsatz hat, dass ihr also hingehen könnt und könnt den Leitfaden eben auch an euer Unternehmen anpassen und könnt sagen, bei uns nutzen wir dafür ESN Jammer, nein, da nutzen wir Slack, oder für uns nehmen wir für Videokonferenzen vielleicht Zoom oder WebEx anstatt Teams, ne? Dann kann man das eben damit reinschreiben oder eben auch weiteres Dinge eben anpassen. Tatsächlich habe ich mittlerweile ein Unternehmen, wo wir den Leitfaden bereits anpassen. Das wird auch sicherlich eine intensivere Sache sein. Also kann ich da hoffentlich auch bereits bald bei berichten. Und ich weiß, dass wir mehrere bei den aktuellen Circles dabei haben, die auch sagen, sie möchten mit dem Leitfaden sozusagen jetzt erstmal den kennenlernen, um ihn dann halt in ihre Unternehmen zu bringen und da wirklich halt auch Leute zu erreichen, die weniger Erfahrung haben. Ich komme tatsächlich gerade von 12 bis 1 aus der Woche 0 unseres ersten Circles, wo ich sage, ich will das natürlich auch mitmachen. Da haben wir nämlich tatsächlich eine dabei, die sagte, ja, es ist noch sehr, sehr viel analog. Es ist auch, geht Richtung Behörde, um es mal so zu sagen. Ja, und da kann man doch den einen oder anderen noch überzeugen und da auch doch gemeinsam im Lernen. Sehr gut. Dann klaue ich dir wieder, wenn ich darf. Sehr gern. Ich habe gerade auch mal aufgemacht. Wir werden jetzt in naher Zeit auch Erfahrungen zu diesem Guide bekommen. Nächste Woche am Montag startet nämlich bei SAP die zweite Learning Circle Experience. Und da sind immer so ein paar Leitfäden vorgegeben für die Leute, die da durchlaufen. Und das sieht man hier, ist quasi GDD, so ein Deep Dive machen wir da, dann der Prozessmodellierungsguide und eben auch Leitfaden digitale Zusammenarbeit. Bei mir war jetzt der letzte Stand, wir haben glaube knapp 300 angemeldete Leute und davon machen ein gutes Viertel digitale Zusammenarbeit. Das heißt, das sind so, weiß ich nicht, 50, 60 geteilt durch 5. Genau. Das heißt, da werden wir 10, 12 Circle kriegen, die den dann erproben. Ja, und da wird man dann sicher von der 0.4 einen deutlichen Versionsschritt dann vielleicht dann nochmal vorangehen oder sagen, passt alles so, wie es ist. Ne? Also was ich noch sagen wollte, man muss manchmal diese Circle mitgemacht haben, um zu erfahren, was sie bringen. Mhm. Weil wir haben gemerkt, aus der Diskussion sind so viele andere Themen entstanden, dass das eigentlich der Mehrwert ist, die solche Circles bilden und dass man mal die Realität kennenlernt. Oder dann haben wir gemerkt, es gibt ein Push und Pull. Und da haben wir gesagt, ja,
wir mailen manchmal noch so viel Scheiß, Entschuldigung, den wir auf ganz andere Art weiterleiten können. Also da ist ein Potenzial drin. Ja. Aber der so messbare Nutzen ist vielleicht schwierig. Und da braucht's die Erfahrungsaustausch. Ja. Mhm. Und ich kann jedem nur empfehlen, mit dem Stefan Diepolder mal in einen so einen Circle zu gehen. Dann weißt du nachher so viel über Tools. Also das ist ein richtiger Mehrwert. Ja. Und ist ja bei anderen Methoden, auch bei Barcamps und so, war es auch so. Ne? Du hast ganz oft bei Leuten dir den Mund fusselig geredet, ne? So auf der vorgestellt, was das ist und so. Und die haben gesagt, können sie sich gar nicht vorstellen. Und die mussten dann aber erstmal in einem Barcamp gewesen sein und das erlebt haben, bevor sie dann den Mehrwert kennen. Ne? Und das ist eigentlich auch die Idee der Startseitenüberarbeitung, was ich vorhin erzählt habe, dass man da die Leute mehr über diesen Hügel, schneller über diese Barriere irgendwie drüber schubsen kann. Wie du eben schon sagtest, genau, Franz, Werbung. Wir müssen halt auch Werbung dafür machen, es muss attraktiv sein. Ne? Und natürlich, ich mache auch deshalb natürlich mit, außer einem eigenen Circle, klar, alles haben wir selbst geschrieben, das kenne ich soweit, wir haben das meiste davon auch schon mal irgendwie ausprobiert, aber als Circle muss man es auch kennenlernen und muss halt sagen, okay, was klappt denn gut, wo reicht auch die Stunde nicht, wo muss man was anpassen? Ja. Und ich glaube, wir haben uns immer Gedanken gemacht, wer ist die Zielgruppe? Und das ist das Schwierigste, denke ich. Oder da kannst du Experten haben und Leute, die damit noch gar nicht viel am Hut haben. Wie bringst du die zusammen? Ja. Gut. Aber das Beste, was ich heute gesehen habe, ist, dass es weitergeht. Wie meinst du, dass es weitergeht? Oder dass da schon wie ein Nachfolgeprodukt geplant wird. Nächste. Achso, das, was Magnus hatte mit den grauen Feldern. Ja. Ja, das könnte durchaus auch sein. Also wir haben erste Leitfäden. Ich meine, der LernOS für dich ist ja auch einer, der 3 Lernpfade drin hat, ne, wo man sagt, das reicht, man hat mehr, was man lernen kann, als nur in einem Sprint. Der Podcasting ist ein Kandidat, der soll auch einen Videolernpfad kriegen. Ne? Also der hat bisher einen Audiolernpfad und der soll einen Videolernpfad noch kriegen. Ja, sehr gut. Ne, wo man dann, wenn man merkt, das ist halt zu viel und das sprengt dann die Zeit, glaube ich, ist keine gute Idee, dass man Leute 3-4 Stunden die Woche belastet, weil damit steigt das Risiko, dass die Circle nicht laufen, weil man es nicht mehr unterbekommt. Ne? Und sich dann zu überlegen, man macht das halt so aufeinander aufbauend oder trennt es thematisch ab, finde ich eigentlich auch super. Gut, ich habe 2 kleine Sachen noch. Zum einen mal die Info, wir haben ja die Chat-Plattform CodeChat, wo einiges zu LernOS auch läuft. Die ist jetzt mittlerweile auf RocketChat 5 aktualisiert, da waren wir vorher auf 4. Ich weiß nicht, bei mir hat es nirgendwo geraschelt. Bei mir hat sich auch keiner gemeldet, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Also ich gehe mal davon aus, dass das relativ still im Hintergrund war. Für die, die es nicht kennen, ne, vielleicht einfach nochmal, das ist so ähnlich wie Slack, so Multikanal-Messenger, ne, wo halt jetzt alle, die zum Beispiel in der LOSCON-Orga drin waren, ne, da läuft zum Beispiel die ganze LOSCON-Orga drüber. Da haben wir überhaupt nichts gemailt, sondern das läuft komplett da drüber. Dann einige von den Leitfadenteams, ne, auch so Pairfinder LernOS-Brücke läuft da drüber, da ist Leonid immer mit drin und Björn. LOSCON Orga nächstes Jahr hat schon angefangen, ne, da gibt es einen Kanal, sieht man schon den Hans, der bei Björn war. Dann auch so kleine Sachen, ne, es läuft jetzt das Knowledge Camp am 13. 14. Oktober, da haben wir eine LernOS Assembly, da haben wir jetzt gerade den ersten Orga-Termin nächste Woche. Also, weiß ich nicht, wenn jemand von euch in der Chat-Plattform ist und hat jetzt mit dem Versionssprung irgendwie Schwierigkeiten gehabt, dann sagt mir da einfach Bescheid, weil ich, wie gesagt, nichts gehört habe. Alle, da sind so 120 Leute drauf oder so. Mit allen konnte ich noch chatten, also da war kein Problem zu sehen. Wie kommt man auf RocketChat? Also ich meine von der LernOS? Ja, da ist gar kein Link drin, das ist einfach chat.cognion.de. Pack das hier mal noch mit rein. Ach doch, warte. Das hier müsste der Link sein. Da, das ist der Link. Wenn du hier klickst, landest du da drauf. Du musst dich einmal anmelden und dann bist du drin. So wie es bei Connect auch geht. Ne? Connect ist eher, das ist sozusagen eher offen. Ne? Das ist alles im Internet sichtbar indiziert. Und das CodeChat ist eher für so kleinen, schnellen Austausch. Also wofür man jetzt privat vielleicht WhatsApp verwenden würde oder manche im Geschäft Teams verwenden oder Slack verwenden. Ne?
Und das hat sich eigentlich jetzt gerade für so Orga-Sachen bewährt, weil man da sich sehr schnell irgendwie abstimmen kann und unkompliziert. Geht eben über Webinterface oder ich habe es jetzt hier auf der Desktop-App und es gibt aber auch eine Mobile-App. Sehr, sehr gut. Genau, der Hans zeigt seine Mobile-App. Ja, ja. Ja, bei dir war es auch kein Problem, oder? Mit der Umstellung jetzt? Nein, kein Problem. Okay. Sehr gut. Genau, dann haben wir was vielleicht jetzt für den Winter spannend werden könnte, je nachdem, wie sich Corona entwickelt, aber auch generell. Wir haben unseren WorkAdventure-Server wieder hochgefahren. Ich weiß nicht, manche waren vielleicht jetzt in Pandemiezeit mal da drauf. WorkAdventure ist ja, kennt ihr das? Sagt das wem sagt das nichts? Mach das mal gerade auf, WorkAdventure. Also WorkAdventure ist so eine Plattform, so eine typische 2D-Plattform, vielleicht kennt ihr Wonder oder Spatial Chat oder Gather oder sowas. Ne, WorkAdventure zeichnet sich dadurch aus, dass ich quasi meinen eigenen Server betreiben kann. Ne, bei den ganzen anderen Plattformen habt ihr gemerkt, so Wonder, wer das genutzt hat, da hat jetzt ziemlich die Preisschraube angezogen. Spatial Chat das Gleiche. Ne, und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich so eine Anlaufstelle haben jetzt auch im Winter, wo man einfach jederzeit rein kann, ohne dass da Kosten entstehen. Und deswegen haben wir unseren eigenen Server da wieder aktiviert. Das heißt, da kann man jetzt hier, wo ich sitze, ne, man sieht es hier, wenn ich da drin bin, ich komme ohne Anmeldung rein, brauche kein Login, ist sehr datenschutzfreundlich, läuft auf einem Server hier in Nürnberg und kann jetzt quasi hier, ne, ich sitze hier gerade bei uns in der Bibliothek, kann ja sozusagen rumlaufen und wenn ich irgendwie zu jemand in die Nähe komme, so wie es vielleicht von Wonder oder Gather oder so kennt, gehen so kleine Videokonferenzen auf mit den Leuten, bei denen ich nahe zusammenstehe. An den Stellen, wo hier so Teppiche sind, gehen Jitsi-Konferenzen auf. Ne? Die kleinen Videokonferenzen gehen nur bis 4 Personen. Die Jitsi-Konferenz, da kann man dann auch mit 15 oder 20 Leuten drin sein. Kann ich dann auch ins Vollbild nehmen, ne? Wenn ich die Konferenz groß haben will. Und was ich auch recht schön finde, ist, dass man in die Karte rein so Webseiten einbetten kann. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel zum Bücherregal gehe, dann blendet hier eine Seite aus unserem Wiki ein und darüber hat man dann theoretisch Zugriff auf die ganze Bibliothek. Ne? Also das, was ihr da an Büchern seht, sieht man jetzt hier in der Zotero-Liste halt in digital und kann sich das anschauen. Ne? Oder wir haben so ein paar Gimmicks eingebaut, also wir bearbeiten auch gerade die Karte, ne? Wenn ihr hier zur Kaffeemaschine geht, dann könnt ihr euch da einen virtuellen Espresso rausziehen. Oder wenn ihr hinten Podcasting zum Medienschrank geht, ne, dann seht ihr quasi das ganze Equipment, was wir hier stehen haben und die Dokumentation dazu. Und wir verbinden das quasi so, dass dann hier bei uns in der Akademie auch an den Stationen jeweils QR-Codes kleben. Das heißt, wenn ihr hier seid und scannt den QR-Code, dann landet ihr auf der gleichen Seite, wie wenn ihr in der virtuellen Karte vor den jeweiligen Ort lauft. Ne, also das ist so ein bisschen die Idee. Da wird jetzt die Karte, die neue, bis zum nächsten Community Call hoffentlich fertig. Ja, und dann wollen wir im Winter das einfach anbieten, dass die Freitage, wo Community Call ist, einfach auch so ein Tag ist, wo man sich hier abhängen kann. Und dann auch die Teams, die jetzt an irgendwas arbeiten, ne, sich in den Besprechungsraum setzen können, dann was arbeiten. Und dann kann man aber auch mal zwischendrin einfach mit anderen Leuten sprechen, um da so ein bisschen dieses virtuelle Beisammensein und zufällige Begegnungen auch zu fördern. Ja, das werde ich dann im nächsten Community Call, da kommt schon der Carsten angelaufen. nächster Community Call ist am ersten Freitag im Oktober, also bis dahin müsste es eigentlich fertig sein. Dann können wir im Nachgang zum Call, können wir einfach mal so eine kleine Session machen, wo wir hier ein bisschen durchlaufen. Aber dass ihr es schon mal gesehen habt. Und ist offen, also kann jeder nutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ein Leitfadenteam, wollen wir uns mal so treffen oder so, da braucht es dann einfach nur die URL und dann kann man da reingehen. Und falls jemand. Oder eine Katze? Das ist die Frage, die mich bewegt. Was, wo die Katze herkommt? Wie kriegt man einen Hund oder eine Katze? Na, du kannst hier oben auf der Kaffeetasse gibt es den Companion, den Begleiter. Ah, und da kannst du quasi die Katze deiner Wahl auswählen. Sehr gut. Sehr gut. Die hat auch bisher noch keine weitere Funktion, außer dass sie dir nachläuft die ganze Zeit. Aber das ist genauso wie GIFs posten in einem Teams. Irgendwie das ist oft das Erste, was mal gefragt wird. Ich will auch so eine Katze haben. Ja klar, ich möchte Begleiter haben. Die Gimmicks, genau. Und wie kommt man an die URL? Und ja, wie ist das?
wenn man das auch nutzen will, also meinetwegen jetzt für irgendein Leitfadenteam will das nutzen, theoretisch ein anderes Leitfadenteam will es dann auch parallel nutzen, gibt es da irgendwie eine Regelung? Ja, es ist so ein bisschen wie wenn ihr halt hier physisch wärt, ne? Also man muss dann halt schauen, dass man sich aus dem Weg geht. Im Moment in der Karte gibt es halt 4 Jitsi-Konferenzen, also das hier ist eine, das hier ist eine, das hier ist eine und das hier ist eine. Das heißt, man würde 4 Teams mit 10, 15 Leuten da drin problemlos unterbringen. Ist natürlich, ja, genauso wie wenn ihr hier wärt, ist es nicht abgeschlossen. Also ihr könnt sowas machen, weiß nicht, wer Jitsi kennt. Man kann, wenn alle drin sind, kann man das mit einem Passwort schützen, weil man jetzt sagt, man will nicht, dass andere dazukommen. Das geht hier ganz genauso. Aber auf der Fläche kann dann auch einfach jemand anderes noch mit rumlaufen, weil es einfach eine offene Plattform ist. Da wird jetzt die neue Karte, die kriegt dann auch so eine Funktion von so einem Zahlenschloss. Also da kann man die Karte dann in Modus schalten, dass ich einen Code brauche, um reinzukommen. So ähnlich wie wenn wir jetzt hier Projektveranstaltungen haben, da will man nicht, dass jeder reinkommt. Dann würde man halt den Leuten, die zu der Veranstaltung gehören, schickt man vorher per E-Mail den Code. Die kommen dann rein und alle anderen kommen nicht rein. Aber der Standardmodus wird sein, dass es einfach immer offen ist für alle. Ja, und das heißt, theoretisch, also könnte man das ab jetzt sofort, also zum Beispiel für einen Kickoff von einem Leitfaden, direkt nutzen? Genau, das könnt ihr direkt nutzen. Wie gesagt, mit dem kleinen Hinweis, dass ich bis zum nächsten Community Call an der Karte und an den Funktionen nochmal was ändern kann, aber die URL wird die gleiche bleiben, ja. Also ich würde jetzt keinen Termin, wo man super drauf angewiesen ist, dass alles genauso ist, wie man es kennt, drauf machen, das dann erst ab dem ersten Freitag im Oktober. Aber da sehe ich schon Leute rumlaufen, genau. Der Hans ist da schon unterwegs. Du kommst jetzt mit mir wahrscheinlich nicht, jetzt muss man aufpassen, weil meine Kamera ist jetzt quasi in Teams drinnen und mein Mikrofon, deswegen kann man da eben nicht sprechen gemeinsam. Genau, das stelle ich dann aber im nächsten Community Call nochmal vor. Ist schon ein volles Haus hier, sehr schön. Ja, und das Schöne ist, deswegen haben wir auch Work Adventure genommen. Für uns ist es halt nicht sinnvoll, irgendwie ein Tool zu haben, wo du dann im Jahr pro User, der da drauf will, irgendwie im Monat sind ja die Preise so zwischen 3 und 6 oder 7 Euro zahlst. Das läuft jetzt einfach auf so einem Billigserver bei Hetzner irgendwie, der kostet uns 4 oder 5 Euro im Monat. Und man ist halt komplett unabhängig von der Personenanzahl. Also da können, wenn da mal 100 sind auf der Karte, sind halt 100 drauf. Das kostet uns trotzdem nur 4 Euro. Deswegen ist das so ganz praktische Geschichte. Genau, dann habe ich eigentlich nur noch den Punkt, nachher dann Knowledge Jam, da haben wir immer 2 Slots. Der eine ist belegt mit dieser Making-of-Session, das hatte ich ja vorhin kurz schon mal gezeigt, also falls ihr da Lust habt, das ist jetzt dann gleich um 14 Uhr, allerdings in einem anderen Teams-Meeting. Das ist hier verlinkt auf der Seite. Im zweiten Slot ist bisher niemand drin. Carsten, ich weiß nicht, ob wir unseren Termin nachher machen wollen, ob du heute Zeit hast oder... Ich hätte heute Zeit zum Thema LernOS Canvas, genau. Ja, dann schreibe ich dich gleich da, beziehungsweise da haben wir ja den Link. Genau. Ich weiß nicht, hat sonst jemand noch vorgehabt oder weiß von jemand, der vorhat, da noch was zu machen in dem Slot? Normal melden sich die Leute auch davor. Willst du nochmal fragen? Nee, cool. Dann war's das. Außer jemand hat noch was Wichtiges oder Interessantes zum Mitteilen? 5 Minuten hätten wir noch, alle schütteln den Kopf. Na, ich hatte doch noch 2 Sachen. Also das eine ich denke, die meisten wissen es, aber der Thomas Jennewein, der hat das ja angeschoben, Start Leitfaden, Change Management im IT-Umfeld. Und da wird es jetzt ab September, so Mitte September, Vorbereitungen für einen Kickoff geben. Und im ersten Vortreffen waren schon sehr viele Leute dabei. Also das ist auf dem Weg. Das ist das Follow-up, wo es auch in der Lost Condi Session dazu gab, ne? Ja, genau. Genau, da haben sich die Leute gefunden, zusammengefunden, die sich da gemeldet haben, plus noch ein paar zusätzlich waren dann auch da. Und gibt es da kann man da noch mitmachen? Also lohnt sich das noch, einen Link auf irgendwas hinzupacken? Oder ist der Kreis jetzt quasi fix und ich packe nur die Informationen nach oben? Also ich
Ich würde denken, es sind schon viele Leute. Man muss jetzt dann auch ein arbeitsfähiges Team werden. Aber wenn jetzt jemand sagt, er hätte total Bock, da noch dazu zu kommen, ich glaube, vielleicht macht man es einfach so, wenn jetzt hier jemand ist, einfach Bescheid sagen, nimm Thomas Jennewein oder mir und dann gebe ich es weiter. Aber wenn man da jetzt einen Link reinhaut, dann hat das vielleicht so einen Charakter, dass die Leute denken, oh, da ist noch viel Bedarf und wir müssen eher gucken, dass wir arbeitsfähig werden bei so einer großen Truppe. Ja. Ja, dann tue ich nur die Info hoch zu den Follow-ups und mache euch beide als Ansprechpartner mit AdMention dazu und wer mag, kann euch kontaktieren und ihr könnt dann sagen, geht oder geht nicht. Ja, okay, gut. Genau, und der andere Punkt ist Veröffentlichung vom Leadership-Leitfaden. Genau. Und ganz ehrlich, ich bin so voll hin und her gerissen. Also für mich von der zeitlichen Verfügbarkeit her, also ich hätte mir das auch gut vorstellen können, so wie ihr das gemacht habt, Hackathon und dann bin ich da. Dieses Zeitfenster hat sich jetzt geschlossen, also von daher, also das Erste, was mich mal prinzipiell interessieren würde, Magnus, du kannst das ja jetzt sagen, wie ist denn die Erfahrung, das habt ihr ja das erste Mal, glaube ich, gemacht, dass ihr das so als Hackathon gemacht habt, ne? Wie viel Zeitaufwand war es, erfolgreich, macht das Sinn, vor Ort zu kommen? Und, das war nicht der Magnus, sondern der Marcel und der Stefan. Ja, ich war auch irritiert, ja. Content Curation Guide. Ja, ich dachte, weil jetzt dieser andere Leitfaden jetzt gerade, also dass du auch dabei bist, wurscht. Okay, ja. Dann eben, wie ist die Erfahrung? Ist das sinnvoll mit dem Hackathon? Und die zweite Frage, gibt es auch eine Variante, wo man das abgenommen bekommen kann? Ne? Du hattest ja mal sowas gesagt mit dem, du hast ja Studenten gehabt, zum Beispiel zwei, ne? Ja, es gab Leute, die sich interessiert haben, quasi so einen Support, so GitHub-Support, aber auch nicht im Sinne von, man übernimmt das und ein Team veröffentlicht das, sondern eher im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Weil auch im Folgenden dann, ne, Magnus, bei euch war ja auch so, da muss dann nochmal ein Link angepasst werden oder so. Ich glaube, da haben wir nicht die Ressource, dass man sowas sozusagen immer weiter delegieren kann. Also die Idee von dem Hackathon war schon, da habe ich mit Marcel und Stefan schon viel zusammen gemacht, aber immer geguckt, dass auf dem Rechner von Marcel und von Stefan Infrastruktur entsteht, mit dem sie es ab dann auch selber machen können. Ne? Ja. Und mit der Frage, ob man das vor Ort machen kann oder remote, wir haben beides schon gemacht. Also das kann man auch remote machen. Was halt schon empfehlenswert ist, ist, wenn ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung steht. Also das finde ich so ein Ding, wo man sagt, man fängt an und macht halt so lang, bis es fertig ist. Ja. Wir hatten halt so, wir haben glaube um 10 angefangen und Marcel musste dann im Zug, der ist glaube 14:30 gegangen und da waren wir so fast fertig, also so 3-4 Stunden oder so reichen. Wow, also mit einem Arbeitstag wären wir durch. Also vorausgesetzt halt, dass der Leitfaden in der Version quasi irgendwie, dass der Content quasi fertig ist, ne? Und es nur darum geht, den jetzt quasi in die und nicht solche Sachen sind wie bei Magnus mit besondere Wünsche, was Querverlinkung angeht. Ne? Ich habe halt schon von Word, also wir haben ja tatsächlich im OneNote geschrieben, haben das dann in Word konvertiert, das mein Kollege gemacht, das weiß ich nicht, was es vom Aufwand war, das war vielleicht noch okay, weil die erste Version auf Word war, sie wir dann rausgegeben hatten, aber tatsächlich von Word zu Markdown mit kompletter Workflow, das hat mir schon mehr als nur einen Tag gedauert. Also, aber auch keine Woche wahrscheinlich. Ja, es war eine halbe Woche, doch. Also ziemlich genau 20 Stunden brauchte ich dafür. Und dazu einfach mal so die Rückmeldung bei der Bundesbank war das so gewesen. Also da wurde der Leitfaden Woche für Woche rausgegeben und da ist das mit der Querverlinkung dann schief gelaufen, ne? Weil dann gab es eine Fehlermeldung. Ne? Also wenn man das vorhat, dass man sagt, man haut die Dinger immer nur scheibchenweise raus und dann ist man nicht gut beraten mit der Querverlinkung. Da kann man es beliebig komplex machen, ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt solche Sonderanforderungen nicht hat, ist das auf jeden Fall in dem Tag machbar. Ja, super. Das heißt, Simon, wir würden uns jetzt dann im Nachgang mal verabreden, wann wir den Termin machen könnten. Das ist super. Vielen Dank. Also ich bin da mit Leonid und Björn am Planen, weil wir jetzt später Oktober oder im November nochmal einen Hackathon-Tag machen wollen, weil es da auch noch Ideen gibt in Richtung Videoeinbettungen, Leitfäden und Maschinenlesbarkeit von Katas, um das per App auslesen zu können und so.
Also gibt es so ein paar andere Themen noch und da würde es sich ja anbieten, sowas dann vielleicht mit dazu zu nehmen. Ne? Also könnte man gucken, dass wir da einen Termin organisieren. Also ja, du sagst im Oktober dann? Ja. Okay. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, das Ding schon mal als PDF hochzuladen, dass es wenigstens schon mal online ist und den Rest dann im Nachgang zu machen? Ja, wenn ihr einfach nur einen Link haben wollt, auf den man dann verweisen kann, das können wir schon machen. Das Repository anlegen, klar. Sehr gut. Und ich habe noch eine letzte Frage. Es gibt noch einiges dann auch, was man sich da an Software runterladen oder an Software. Ja. Also braucht man irgendwie welche Anwendungen. Ne? Das würdest du uns dann schicken oder mir dann schicken. Ja, es gibt, es gibt ja, da werden wir auch in Zukunft, also falls jetzt irgendjemand mit dem Gedanken spielt, einen Leitfaden zu machen, sage ich es schon mal dazu, weil wir werden in Zukunft gucken, weil wir jetzt bestimmt 8 Leitfäden hatten, wo wir genau das Problem hatten, dass am Ende, wenn der Content fertig war, wir in Richtung des eigentlichen Formats gegangen sind. Ne? Deswegen haben wir ein Repository angelegt, das heißt LernOS Template, und da liegt ein Leitfaden drin. Das ist ein Repository, das kann man komplett produzieren, also komplett fertig. Da liegt ein Leitfaden drin, ne? Man sieht zum Untertitel, dein eigener LernOS-Leitfaden in einem Sprint. Da ist das alles erklärt. Ne? Und da ist auch die ganze Toolchain, was brauche ich, wie gehe ich da vor. Das war vorher auf 1000, hier ein Blog und hier eine E-Mail und hier ein Connect-Post verteilt. Also immer wenn ich jetzt irgendwie was lerne, packe ich das in den Leitfaden rein. Ne? Und die Idee für die Zukunft ist, alle Leitfaden-Teams, die neu anfangen, dass man ganz am Anfang mal so eine Intro macht und sagt, wenigstens einer in dem Team setzt sich das mal auf als Infrastruktur, dann kann man trotzdem parallel in Google Doc oder was auch immer schreiben. Aber man denkt quasi gleich mit, wo muss ich denn hin, wenn ich dann fertig bin? Ne, weil das total frustrierend ist, wenn der Inhalt in OneNote oder Word oder Google Doc fertig ist und man will eigentlich nur auf den Publish-Knopf drücken. Und dann kommen wir ums Eck und sagen, oder wartet aber noch eine Woche Arbeit, bevor das dann fertig ist. Ne? Dann kann man sich zumindest bewusst entscheiden, ich mache es anders, aber dann weiß man am Ende, bevor ich quasi publiziere, habe ich da noch eine Aufgabe vor mir. Und den Link, ich packe den mal in den Chat, da sind die Tools schon drin. Das hatte aber Marcel und Stefan vor dem Hackathon auch nicht installiert, sondern das haben wir an dem Tag quasi mitgemacht und dann gemeinsam darauf gearbeitet. Ich glaube, das ist einfacher. Ja, ne? Also. Ja, das ist wie die Anleitung vom Videorekorder, die liest auch keiner. Aber trotzdem ist es gut, es irgendwo stehen zu haben, weil da muss man es nicht tausendmal neu schreiben. Ne? So. Ja, immer. Cool. Okay, cool. Dann war es das für heute, glaube ich, oder? Und vielleicht bis in nächstes dann 3 Wochen schon, weil der eine Woche verschoben war. Macht's gut zusammen. Danke dir. Und schönes Wochenende euch. Merci. Ciao.